Mythen der Waffengegner über das AR-15. Hey Leute, es wird ja im Moment viel über das AR-15 diskutiert, hier auch neuerdings in Deutschland natürlich. Und ich denke, da ist es mal ein wenig Zeit, mit so ein paar Mythen aufzuräumen. Nur weil eine Waffe schwarz ist, ist sie ja nicht besonders gefährlich, meiner Meinung nach. Im Gegenteil, Black Rifles Matter. Ja, was ist passiert? Leider gab es in Florida in den USA einen Schulamoklauf, bei dem als Tatmittel eine AR-15 eingesetzt wurde, so wie diese hier. Was natürlich wieder die üblichen Diskussionen nach sich zog. Also, was wird denn eigentlich immer so behauptet über dieses wunderschöne, in schlichtem Schwarz gehaltene Gewehr? Und wie sehen die Fakten jenseits von oberflächlichen, populistischen Debatten auf Bildniveau eigentlich aus? Ja, das AR-15 ist die tödlichste Waffe in den USA überhaupt, wird immer sehr gerne behauptet. Und da muss ich ganz klar sagen, nope. Statistisch gesehen haben Langwaffen eine wesentlich geringere Deliktrelevanz als Kurzwaffen und Messer. Und das gebräuchlichste Kaliber der AR-15, also 223 Remington, ist auch kein besonders starkes Langwaffenkaliber. Auch wenn natürlich alles ab einschließlich Kleinkaliber bereits reicht, um einen Menschen schwer zu verletzen oder zu töten. Ja, ich blende euch hier mal eine Statistik dazu ein und ganz oben sehen wir direkt das Tatmittel Nummer 1 bei Mordopfern in den USA, nämlich die Handfeuerwaffe, also Pistolen und Revolver. Danach folgen Feuerwaffen, bei denen der Typ nicht ganz klar ist. Das können zum Beispiel Fälle sein, wo die Tatwaffe nicht eindeutig ermittelt werden konnte und das Kaliber kein reines Lang- oder Kurzwaffenkaliber war. Zum Beispiel, ganz prominentes Beispiel sogar, 22 Long Rifle, also Kleinkaliber. Kleinkaliber kann man nämlich zum Beispiel aus Pistolen und Revolvern verschießen, aber eben auch aus Gewehren. Und deswegen konnte man das vermutlich bei der Ermittlung nicht ganz zuordnen. Naja, und dann weiter unten, da finden wir dann im Grunde hier unsere Vertreter der Langwaffen, nämlich Büchsen und Flinten. Und darin enthalten ist nochmal eine kleine Gruppe, nämlich die AR-15. Und wenn man also behauptet, dass das AR-15 die tödlichste Waffe in den USA ist, dann ist das schlichtweg falsch. You are fake news. Denn genau wie in Europa spielen Langwaffen bei Verbrechen mit Schusswaffen statistisch gesehen kaum eine Rolle. Dann hört man auch immer wieder gerne, das AR-15 ist eine Militärwaffe. Nope, auch in den USA kann man nicht einfach so vollautomatische Waffen kaufen und die überwiegende Anzahl der in Privatbesitz befindlichen AR-15 sind zivile Halbautomaten, eben genauso wie dieses AR-15 hier. Es ist zwar richtig, dass das AR-15-System in den 50er Jahren ursprünglich fürs Militär entwickelt wurde, aber heute wird es natürlich als halbautomatisches System in vielen zivilen Waffen eingesetzt und Vollautomaten sind eben nicht für Privatleute zu erwerben. Und nur weil ein Gewehr eben so wie hier militärisch aussieht, bedeutet das noch lange nicht, dass es eine Militärwaffe ist. Um mal so einen ganz verständlichen Vergleich zu treffen. Wenn ich auf einen Opel Corsa eine Rennkarosse setze, so bleibt das Auto trotzdem eine, zugegeben recht hübsche, Rostlaube. Okay? Und übrigens vom G36 gibt es auch eine zivile Version, blende ich euch auch mal eben hier ein. Ist das jetzt auch ein Militärgewehr oder... keine Ahnung. Also wer sich von der Optik einer Waffe blenden lässt, der denkt auch, dass Heidi Klum eine Professur in Astrophysik hat. Dann hört man auch immer wieder einen schönen Mythos. Ne? Das AR-15 ist nicht für die Jagd gemacht, es ist für das Töten von Menschen gemacht. Auch da muss ich leider sagen, nope. Denn es ist halt so, Waffen werden prinzipiell erstmal nicht nur zum Töten gebaut, sondern prinzipiell zuerst zum Schießen. Das Ding muss ja gut funktionieren, es muss gut schießen. Das ist so bei der Waffenentwicklung das Erste, worum es geht. Und beim AR-15 ist es eben so, das ist vor allem eine modulare Waffenplattform, die man als Besitzer sehr gut an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann, wie man hier zum Beispiel sieht. Das, was ihr hier seht, ist eine Jagdwaffe. Schalldämpfer, gutes Zielfernrohr, hier einen schicken Trageriemen, ein Zweibein, also sehr praktisch. Und nur weil die Waffe jetzt schwarz lackiert ist, bedeutet das ja nicht, dass es keine Jagdwaffe ist. Und da kommt noch dazu, das AR-15 gibt es auch in völlig unterschiedlichen Kalibern. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, weil es ist halt, wie gesagt, eine modulare Waffenplattform. Und zu behaupten, ein AR-15 wäre nicht für die Jagd gemacht oder geeignet, das ist einfach oberflächlich,
und you are fake news. Und auch hier wieder, wer eine Waffe nur nach ihrem Äußeren beurteilt, hat schlichtweg keine Ahnung. Oder er fährt einen Opel Corsa mit Formel 1 Rennkarosse und chauffiert damit Heidi Klum jeden Tag zur Universität. Dann ganz Hot Topic jetzt gerade in Bezug auf die USA. Das AR-15 ist die Lieblingswaffe von Massenmördern. Wird immer wieder behauptet, wenn es zu solchen Vorfällen kommt, ist aber, nope, völlig falsch. Kurzwaffen sind es. Und diese Erkenntnis hat mich 3 Minuten Lebenszeit bei Google gekostet. Und daran kann man mal sehen, wie oberflächlich diese Debatte geführt wird. Und ja, hier mal noch ein Zitat aus einem ganz guten Artikel dazu, der übrigens der erste Treffer bei Google war. Ich lese es mal vor. They found that the typical weapon used is a pistol, not an assault weapon like the semi-automatic AR-15 rifle. Assault weapons were used in 24.6% of mass shootings, handguns in 47.9%. Also, man kann das kurz übersetzen, sorry für mein beschissenes Englisch. Fast 50% der bei mass shootings verwendeten Waffen sind Handfeuerwaffen, keine Gewehre. Ja, und jetzt hier vielleicht nochmal eine etwas genauere Statistik dazu, an der man auch sehen kann, dass bei den Handfeuerwaffen nur die Pistolen eigentlich eine große Rolle spielen und der Revolver hingegen sehr, sehr selten verwendet wird. Das sind doch mal interessante Fakten. Also hier wieder die Behauptung, die AR-15 wäre die erste Wahl bei Massenmorden, ist einfach schlichtweg falsch. Und man kann es in 3 Minuten googeln widerlegen. You are fake news. Ja. Vielleicht so ein kleines Fazit zu dieser Debatte jetzt. Also, die Fakten haben wir jetzt gesehen, ne? Zu diesen Behauptungen, die da immer so im Raum schwirren über das AR-15. Und ich denke, da kann man auch dran sehen, wie verhärtet die Fronten in dieser Waffendebatte inzwischen sind. Die Waffengegner, die sitzen nur noch so in ihrer Echo-Chamber und ignorieren einfachste Fakten, die sich zudem sehr schnell selber recherchieren und prüfen lassen. Warum machen die das denn einfach nicht, ne? Und jetzt vielleicht auch nochmal an euch, ne? Bitte macht das auch selber. Ne? Glaubt nicht irgendwelchen Typen hier im Internet, die euch irgendwas vorlabern. Ne? Auch mir nicht. Ne? Überprüft die Fakten. Denkt selbst. Ganz wichtig. Also, um es nochmal runterzubrechen. Wenn sie euch sagen, dass bestimmte Waffen besonders gefährlich sind, weil sie schwarz sind und verboten gehören, dann ist das eine Lüge. Ja, und diese Lüge, die dient eigentlich nur dazu, so einen Fuß in die Tür zu bekommen, um halt weitere Waffen zu verbieten. Erst ist es das AR-15, ne? Dann kommen die Halbautomaten, die verboten werden. Danach wird Großkaliber verboten, weil das ist ja auch so furchtbar gefährlich. Und irgendwann haben dann nur noch Militär- und Polizeiwaffen und ihr lebt in einer richtig hübschen Demokratur. Tja, wie heißt es so schön, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Demokratur auf oder so, keine Ahnung. In diesem Sinne, ciao Kakao, tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal, ihr Schlingel.